ab und zu. Ach, puh. Ja, egal. Egal, egal, egal. Ach, schon wieder hier. Na gut. Aber jetzt, so können wir die töten. Geh wieder dahin, wo du warst. Oder kommen die dahin? Nee, eigentlich nicht. Ja, warum bist du dann gestorben? Granate. Man kann doch wohl einer Granate mal ausweichen. Oh. Die kam nicht in meinen Blickwinkel rein. Weißt du, was ich habe gerade das Kabel von meinem Controller zwischen den Zehen. Lecker. Da kommen sie schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es sind, glaube ich, sogar 8 Stück. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Wie die einfach mal gar keinen Schaden nehmen. Ja, nix hat Doke. Hallo? Komm nicht so nah ran! Bleib weg! Kusch! Oh, geht doch. Ich nehme jetzt einfach mal ein Schwert. Ich versuche es mal. Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Er macht Headbang, weil ich ihm einen Kopfschuss gebe. Ja, die... Ah, hallo, die Ghost tötet mich aus der Entfernung. Uncool. Lebst noch, gut, lebst noch. Wir hätten die Ghosts alle zerstören sollen. Oder sie selbst benutzen sollen, weil die sind ja nur Fernkämpfer. Nahkämpfer. Meine ich ja. Ich versuch mal was. Bin tot. Nein! Muss schlagen, wenn er schlägt. Oder halt noch ein bisschen schneller. Spawn, spawn, spawn. Lauf, lauf einfach weg. Ich renne jetzt. Er rennt hinter dir her, wie das aussieht. Er ist nicht schnell, er ist genau hinter dir. Einmal und... Nein! Fuck, der ist ausgewichen. Scheiße. Okay, aber so kann man die töten. So, jetzt versuchen wir... Boah, ich bin gerade so angespannt. Wir versuchen jetzt die Ghost, die da ist, noch zu zerstören, bevor der einsteigen kann, ja? Wobei, kann ich die fahren? Du kommst nicht so schnell dahin. Das ist das Problem. Doch. Au. Ach, du knallst mich ab. Nein! Tu ich nicht. Doch. Nein! Das war der hier wieder, dieser Kleine. Nein, das war aber dir mehr Feuer. Hä, ich habe aber nicht auf dich geschossen, sondern auf die Ghost. Soll ich mir versuchen, nochmal ein Schwert zu krallen, das nochmal machen? Da oben liegt doch noch dein Schwert. Hä? Wo? Hier oben. Hast du weggegeben für den Spaten. Ja, ja, aber denkst du, ich kann das holen? Ich bin gerade da und noch sind sie nicht draußen. Warum? Sind sie noch nicht draußen? Die kamen letztes Mal auch erst zu spät raus. Da sind da, jetzt kommen sie. Fuck. Lauf, 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 sie sind nicht hinter dir. Nein! Oh, verdammt! Krass, Alter, okay. Also, ich will das auf jeden Fall schaffen. Wir können ja auch die Aufnahme beenden und dann zeigen, wenn wir es geschafft haben. Nö, nö, das macht irgendwie auch Franz, glaube ich, für die, oder? Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht ein bisschen langweilig, die ganze Zeit immer nur dasselbe zu sehen. Also, ihr wisst jetzt auf jeden Fall, was wir vorhaben, ne? Und ich wäre jetzt dafür, wir beenden jetzt einfach die Aufnahme hier und machen dann weiter, wenn wir die alle getötet haben. Oder zumindest nur noch einer lebt. Oder, genau, ich mach einfach weiter, wenn nur noch einer lebt. Ja, dann mache ich jetzt mal, ne? Wir sehen uns dann einfach später wieder, wenn nur noch einer oder zwei leben und wir glauben, dass wir es schaffen werden. Also bis dann, bis gleich. Bis gleich. So, okay, das war's. Sind alle tot, wir haben es geschafft. Im Endeffekt haben wir es jetzt so geschafft, dass wir uns einfach beide ein Schwert gekrallt haben und die dann einfach so im Nahkampf besiegt haben. Was war nicht wirklich spannend, weil viel zurücklaufe und den anderen wieder spawnen lassen und gewarte und von daher, ihr habt nicht viel verpasst. Fakt ist, so, jetzt geht's. Es sind alle tot. Und jetzt geht es wohin? Jetzt sind sie wirklich alle tot. Hoffe ich zumindest. Und jetzt. Jetzt ist nämlich die Tür hinten offen. Ah. Und jetzt? Ja, wir haben 0 Schuss. Okay. Wir können auch nicht sprinten, wir haben keine Fähigkeit. Halt wie einen normalen Halo. Guck dich mal hier um. Warte mal kurz, bevor du da reingehst. Guck dich erstmal um. Ja. Das Epicness ist auch geil. Man sieht hier überhaupt nichts, weil die Fensterscheibe so matt ist. Mal sehen. Ja, ihr seht jedenfalls mal wieder ein schönes Easter Egg. Ich bin jetzt aber mal etwas ruhiger. Sind das jetzt... Und bevor du... Also wir dürfen nicht rausgehen gleich. Sobald wir nämlich diesen Schalter da drücken an der Tür, sind wir wieder draußen und es geht normal weiter mit der Mission. Aber nicht machen. Weil jetzt kannst du nämlich lesen, kannst an den Teil rangehen. Hier kannst du zum Beispiel lesen und X drücken, dann kriegst du halt geheime Infos. Wow, okay. Betreff, ich mag Pick.
Ja, ich mag Pi. Zum Beispiel. Er und seine Helfer haben mit ihrem fortwährenden Puppenspiel meine Neugier geweckt, während wir versuchen, diese Technologien im Dienste des Krieges zu nutzen. Verdrehen und verzerren sie die Botschaft an die Öffentlichkeit über unsere Bemühungen. Lassen wir den Frauen nur an ihren Lippen hängen. Bei mehr als nur einer Gelegenheit über ihr Possenspiel gelacht. Ich finde ihr unablässiges Spotten und ihre unreife Art selbst seltsam befreiend. Selbst, wenn ich mich fragen muss, ob dieser immer länger andauernde Krieg den Verstand dieser armen Seelen verwirrt und irreversiblen Schaden angerichtet hat. Ich werde das jetzt einfach mal alles laut vorlesen, weil so viel ist das hier ja nicht. Ey, und ich wollte noch kurz sagen, ja? Hier sieht man sogar, wie Emil aussieht. Echt? Guck dir den zweiten vor links an. Geh weg. Erkennt man zwar kaum was, aber man sieht ihn da. Ist das Emil? Da steht unter Emil. Da steht George, June, Carter, Cat und ganz, Stimmt, ganz links ist Emil. Ne, nicht ganz links, sondern ein Stück davor noch. You, ja, uns selber sieht man natürlich überhaupt nicht, ne? Ja, das ist halt wieder ein Geheimnis, eigentlich auch wie Emil. Ja, wenn man jetzt mal... Man kann es echt nicht erkennen. Ich glaube, ihr könnt es... Ey, schieb mich doch nicht weg! Entschuldigung. Ey, boah, ich hatte gerade eine gute Position. Mann! Ja, man kann es halt so ganz leicht erkennen. Vielleicht, wenn ihr von oben auf eurem Bildschirm guckt oder so. Naja. Cat ist hässlich übrigens. Und zwar ziemlich hässlich. Mit ihrer Glatze. Okay, dann lese ich mal weiter hier. Betreff HBO, Ziv, also Zivil. Bekannte okay. Schon seit Jahren beobachtete ich diese Fraktion. Nun bin ich ganz offiziell beeindruckt. Für Zivilisten haben Herrera und seine Landsleute ein ziemlich großes Netzwerk gleichgesinnter Personen aufgebaut und mehr als ihren gerechten Anteil verbotener Technologien zusammengestoppelt. Gestoppelt? Lol. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sie als Miliz bezeichnen. Sie durchkämmen täglich öffentliche, private und militärische Systeme auf der Suche nach Daten, die für ihr Ziel relevant sind. Und sie täglich mehr Frauen und Männer. Und sie gewinnen täglich mehr Frauen und Männer für ihre Sache. Dass ihnen das immer weiter erfolgreich gelingt, ist beeindruckend. Aber letzten Endes ist es ihre Leidenschaft und ihre Beharrlichkeit, die sie in diesem Krieg zu einem starken und potenziell mächtigen Verbündeten machen kann. Ich frage mich, was sie anrichten könnten, wenn ich den Mittelsmann streichen und ihnen direkten Zugang zu meinen internen Systemen geben würde. Ich kann es kaum erwarten, dies herauszufinden. Oder das herauszufinden. Betreff Sprungprogramm. Oh, Bilder von Halo 1. Ja. Als ich zum ersten Mal von diesem Trainingsprotokoll Wind bekam, habe ich kein Wort geglaubt. Leute ohne Militär machen... Leute vom Militär machen, trotz ihrer Liebe zu klaren Strukturen oder vielleicht genau aus diesem Grund. Gerne mal eine Pause und hören sich eine Lügengeschichte an. Hast du kurz Zeit, bevor du weiter liest? Moment. Und ich lese mir nochmal kurz. Betreff, Kampf gegen die Flood. Heldenhaftigkeit. Das Bild ist ja mal geil. Die Menschheit überrascht mich immer wieder. Im Angesicht der Verzweiflung reagieren viele unter uns mit Großzügigkeit. In Anbetracht der Vorliebe unserer Spezies, sich den Grundemotionen hinzugeben, ist das schon seltsam. Es ist beruhigend zu wissen, dass viele von uns noch über einen Kameradschaftsgeist und Mitgefühl verfügen. Und auch wenn wir uns insgesamt immer schon durch eine Vielzahl bedeutungsloser künstlicher Konstruktionen freiwillig voneinander abgrenzen. Du hast doch alle Seiten da gelesen, weil es gibt da 4 Seiten bei dem hier vorne. Hä? Bei dem hier gibt es 4 Seiten. Aber das hat sich nämlich so wenig angehört, was du vorgelesen hast. Ach ja, stimmt. Ich hab ja... Ach, man muss ja noch weiterschalten. Weil hier vorne gibt es auch nochmal 3 Seiten, war das hier? Die habe ich alle. Okay. Deshalb nehme ich an, dass die Erfahrungsberichte von einem Mann und seinem... Ende. Mehr liest man nicht. Wer ist hier? Wer steht hier nicht? Lol. Das hat nämlich an, dass die Erfahrungsberichte von einem Mann und seinem... Weg. Es ist eine Schande, dass mein Programm nur die Generation gelaufen ist und die Spezifikationen so streng waren. In einem anderen Leben wäre es wohl ein Wahnsinnsspaten geworden. Er sollte auf jeden Fall für die OASTs empfohlen werden.
Ich werde diese Datei kennzeichnen, damit Untersuchungen eingeleitet werden. Es ist zu riskant, diesen Marine hinauszuschicken. Wenn seine törichten Aktionen nicht überwacht werden, sehen wir in Zukunft vielleicht Dutzende, wenn nicht Hunderte von Nacheiferern. Na, von wem wird da wohl gesprochen? Master Chief, vielleicht? Nee, wobei ich da eher glaube, ist er Buck. Weil er wurde als von Spaten, wurde er zum ODST gemacht. Stimmt. Ah ja, stimmt ja. Buck ist ja ein ODST. Der ist ja kein Spartaner. Ja, früher war er ein Spartaner. Glaube ich zumindest. War er Spartaner? Ich glaube ja. Okay, und jetzt Cortana. HFCS. Geheim. Meine Freunde auf dem Feld. Zuverlässige Augen und Ohren in den Massen. Sie sind mir über die Jahre unbezahlbar geworden. Auch wenn sie sich manchmal als weniger feinfühlig erweisen. Aber wie ungeschickt sie auch sind, sie haben sich meinen Respekt und meine Bewunderung verdient. Ich fürchte, das könnte auch die einzige Belohnung sein, die sie von mir bekommen werden. Okay. Das nächste ist das Informativeste. Das Beste. Betreff, ich mag Pie. Hä? Ich mag Kuchen. Ja, ja. Aber warum? Das Bild verstehe ich nicht. Merkwürdig. Ich erinnere mich daran, diese Datei geöffnet zu haben. Habe ich vielleicht eine Sicherheitslücke? Das war alles, was hier drin steht. Das ist halt dieser geheime Raum. Jetzt guck dir mal diese Aussicht nochmal an hier. Warte. Sprungprogramm. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Sprungprogramm. Und ich finde das Bild auch so geil von dem Hund hier. Was? So ein Hasen oder was auch immer das da sein soll. Ein Hundehase. Lol. Wow. Wo bist du? Ich bin neben dir. Stand gerade neben dir. Ja, Leute, das war's dann mit diesem Geheimraum und dafür 7 Eliten töten, ne? Merkt's euch. Ich kann euch gerne selbst nochmal durchgucken. Du wirst jetzt, du wirst jetzt nicht den Schalter drücken, sondern ich werde diesen Schalter drücken. Und? Bum, bum. Jo. Das war's mit diesem Geheimnis. Und jetzt geht's weiter mit der Mission. Was ist das für ein Zeug? Wissen. Ein Geburtsrecht einer alten Zivilisation. Diese KI ist sein Hüter. Und sie hat sie als ihre Träger gewählt. Gewählt? Von einer KI? Ja, von dieser. Ihre Einschätzung von ihnen ist meiner mindestens gleichwertig. Sie müssen sie zur UNSC-Abwrackwerft in Assault schaffen. Ein Kreuzer der Halcyon-Klasse wird dann mit ihr den Planeten verlassen. Verstanden. Wirklich? Die Menschheit hat keine Chance. Kommt es zum Fall von Reach, und das wird es, ist unsere Vernichtung gewiss. Es sei denn, dieses Artefakt birgt eine Abwehr gegen die Allianz, die das Blatt wenden kann. Vergleichbar mit der Bedeutung des Spitzgeschosses im 19. oder der Überlichtgeschwindigkeit im 23. Jahrhundert. Und was, wenn nicht? Das müssten wir uns fragen, wenn es noch eine andere Hoffnung gäbe. Aber dem ist nicht so. Hier, Lieutenant. Sie hat sie gewählt. Haben Sie ihn? Ja. Den ganzen Satz bitte. Ich hab ihn.